Die Atomkraft ist wohl das Gefährlichste, was Menschen je erfunden haben. Auch deswegen gilt sie in Deutschland als Auslaufmodell. Doch trotz der zahlreichen Risiken, die die Atomkraft mit sich bringt, planen NASA-Ingenieure jetzt, Kernreaktoren auf den Mars und Mond zu schicken. Doch eigentlich wollen wir diese fremden Planeten doch entdecken und erkunden und nicht zerstören. Was genau das NASA-Projekt Kilopower plant und welche folgenschweren Konsequenzen der ganze Plan haben könnte, jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Bei der Erforschung des Weltalls gibt es ein großes Problem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bislang nicht wirklich zufriedenstellend lösen konnten. Mit welcher zuverlässigen, transportfähigen und ergiebigen Energiequelle können wir Weltraumstationen mit Strom versorgen? Bei der ISS, der Internationalen Raumstation, geht das prima mit Photovoltaik, also Sonnenenergie. Sie ist ja auch nah an der Sonne, aber woanders ist das nicht der Fall. Denn da müssen oft nicht nur die wissenschaftlichen Geräte, die bemannte Station, sondern auch die Erkundungsfahrzeuge mit Strom versorgt werden. Und den brauchen sie nicht zu knapp. Die NASA setzt dabei schon länger auf Kernenergie. Der Mars Rover Curiosity wird beispielsweise durch Radionuklidbatterien betrieben, einen Klumpen Plutonium-238, in dessen Innerem ständig Atomkerne zerfallen. So entsteht Wärme und liefert einige hundert Watt. Das entspricht in etwa dem Energiebedarf eines normalen Staubsaugers. Ihr könnt euch denken, dass das für große Vorhaben im Weltraum natürlich nicht reicht. Die Vision von Forscherteams weltweit, mobile Kernreaktoren, die die Stromversorgung einer Mars- oder Mondstation sicherstellen würden. Und diese Idee wird jetzt konkreter, denn Ingenieure und Ingenieurinnen der NASA wollen ab September einen Mini-Reaktor in der Wüste Nevadas testen, der später mal an Bord einer Rakete ins All fliegen könnte. Das Projekt mit dem Namen Kilopower läuft schon seit 3 Jahren und die NASA meint es tatsächlich ernst. Für die Entwicklung des 1-Kilowatt-Prototyps gibt die US-Weltraumbehörde wohl 15 Millionen US-Dollar aus. Technisch soll der gut 3 Meter lange und 1,5 Tonnen schwere Mini-Reaktor folgendermaßen funktionieren. Sein Zylinder aus einer Uran-Molybden-Legierung wird von einem Neutronenstrahl getroffen, was dazu führt, dass die darin enthaltenen Uran-235 Atomkerne gespalten werden. Dadurch entsteht Wärme, die dann in elektrischen Strom umgewandelt wird. Die NASA-Ingenieure erhoffen sich dadurch eine Leistung von bis zu 10 Kilowatt. Zum Vergleich, ein Atomkraftwerk kommt auf etwa 1 Million Kilowatt Leistung. Der Mini-Reaktor der NASA würde also nur einen Bruchteil davon leisten. Doch das Forscherteam will einfach mehrere Minimeiler bereitstellen, die dann gemeinsam die Stromversorgung verschiedener Missionen sicherstellen könnten. Ein Konzeptpapier der NASA verrät, dass die Reaktoren darauf angelegt sein sollen, mindestens 10 Jahre lang Energie zu liefern. Ob das alles so erfolgreich wird, wie sich die NASA das vorstellt, ist aber äußerst fraglich. Bisherige Tests mit Kernreaktoren sind gescheitert, beispielsweise die Atomöfen der Sowjetunion und auch bei dem 500-Watt-Reaktor der NASA namens SNAP-10. Der 1965 in den Erdorbit gestartet war, versagte die Elektronik bereits nach rund 40 Tagen. Noch immer zieht er also im All seine Bahnen und wird in Zukunft irgendwann mit seiner radioaktiven Fracht auf die Erde stürzen. Doch ganz abgesehen von den Technologien, die bei weitem noch lange nicht ausgereift sind, bin ich etwas irritiert von dieser Idee der NASA. Also grundsätzlich von der Idee, auf der Erde ist die Atomkraft ein Auslaufmodell, zu hoch sind die Gefahren und Risiken, die Kernkraft mit sich bringt. Nach Jahrzehnten der friedlichen Nutzung der Kernkraft wissen wir immer noch nicht, wohin mit dem extrem gefährlichen Müll. Stattdessen planen wir das Gefährlichste überhaupt, was wir Menschen je erfunden haben, auch noch ins Weltall zu exportieren. Also kaum beginnen wir mit der regelmäßigen Raumfahrt, exportieren wir erstmal den schlimmsten Abfall, den wir produzieren können, ins Weltall. Obwohl es doch unser Ziel sein sollte, die uns noch unbekannten Planeten zu entdecken und auch in irgendeiner Art und Weise Verantwortung dafür zu übernehmen und eben nicht einer menschengemachten Gefahr auszusetzen. Und auch wir hier auf der Erde würden im Fall der Fälle Probleme bekommen. Kaum auszudenken, wenn die Rakete mit dem radioaktiven Material an Bord einen Fehlstart hinlegt und das verseuchte Material in die Luft oder das Meer gelangt. Wenn es zur Atomkraft im Weltall Neues gibt, dann erfahrt das natürlich hier bei Klicks. Und wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den... Genau, auf die Glocke. Hier geht es weiter mit Revolution der Raumfahrt, nächster Schritt der Evolution. Da geht es um die absolut bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Raumfahrt. Sehr, sehr spannend. Also nicht verpassen und draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.